Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Korallenriff. Diese Magnetspiele sind durchaus beliebt bei euch. Da haben wir auch schon etliches vorgestellt. Ideal für Reisen auch. Wenn ihr hinten praktisch Auto das spielen wollt oder neben dem Beifahrer, dann ist das richtig cool, weil das sind solche Magnetspiele. Warum zeige ich euch Unterwasserwelt, Elias? Warum zeigen wir das? Weil wir wollen eigentlich das Spiel vorstellen. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Nur. Ja, das ist halt mit anderen Tieren. Das finde ich cooler. Ja, pst, noch nicht verraten. Wir müssen erst den Zuschauern zeigen, was es geht. Aber sagen, was mich wundert. Ja. Hier steht die ersten drei Buchstaben nicht in Schreibschrift, danach 5 in Schreibschrift und danach 4 nicht in Schreibschrift. Ah, da müssen wir mal einen Verlag fragen. Also ihr merkt, der Elias schaut auf ganz andere Dinge als der Papa. Der Papa schaut nur, macht Spaß, sieht's gut aus, ist von dem Material her auch gut und altersgerecht. Und das bekommt ihr teilweise, ich glaube nicht mehr über Jumbo Smart Games, da hat es mal den Verlag auch gewechselt. Das haben wir euch schon vorgestellt, aber wir stellen euch ein Spiel vor, was es im Handel aktuell auch gibt. 4 Jahre, ein Spieler, Aufgaben 48. Genau, und es ist von Smart Games. Richtig cooles Taschenformat. Die haben schon auch, die haben auch weitere Spiele. Schaut doch mal rein. Bei Smart Games haben wir euch einiges vorgestellt. Jetzt switchen wir auf die andere Kamera. Ihr seht es von der Kameraeinstellung. So, der Elias hat es vor. Jetzt müssen wir mal bei den Zuschauern erklären, was man da machen muss. Elias, fang also, mal bei 1 an. Sonst, ja, die Zuschauer. 1 ist zu leicht. Ja, aber jetzt erklär mal. Komm, die Zuschauer sehen es. Was muss ich denn da machen? Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Oh, du drehst rum. Sehr schön. Machen wir ein bisschen zurück. Müssen wir? Okay, was muss man da machen? Also, warte mal. Hier. Hier seht ihr 4 unterschiedliche Fische. Mhm. Die seht ihr auch hier auf dem. Hier. Ja, ist ja einfach. Nee, ist es nicht. Okay, was muss man machen? Man hat hier 4 unterschiedliche Blättchen. Einmal so. Einmal so. Einmal so und einmal so. Mhm. Jetzt muss man herausfinden, dass man nur diese 4 Fische sieht. Okay, jetzt kannst du es mal. Nicht nur Fische, sondern auch Krebse und so. Okay, dann legst du es mal hin. Ich denke von der Kamera, ich muss also mal ein bisschen runtergehen. Schau mal, jetzt sehen die Zuschauer alles. Und der Elias legt es jetzt hin. Ist ja einfach. Also lege ich die einfach irgendwo drauf. Ich lege es jetzt irgendwo drauf. Ja. Okay. Das geht aber flott. Und was mit den anderen? Darf ich da auch noch mehr sehen? Okay. Falsch. Ah, so einfach kann ich es doch nicht drauflegen. Ich muss gucken, was ich brauche. Da gucke ich jetzt das hier. Hm, die 2 könnte ich nehmen. Dann mache ich jetzt mal das hier hin. Mhm, das passt. Okay, jetzt brauche ich noch den grünen und den Krebs, oder? Den grünen Fisch und den Krebs. Sehr schön. Und wie will ich die anderen jetzt abdecken? Das hier, wenn die 2 übrig sind und hier oben will man nichts sehen, das ist dann leicht. Okay. Man muss es nur so, so. Ja, leg's mal drauf. Und das war in dem Fall die Aufgabe 1. Ganz einfach, aber. Also ich bin, glaube ich, schon. Die Alina ist hier. Ja, die Alina ist sogar ein Stückchen weiter. Ich bin auch schon. Der Papa ist bei den Nächsten. Guter Hinweis. Was ist auf der Rückseite, wenn man nicht weiter weiß? Hier sind die Lösungen. Genau. Und? Ich mach mal das. Das habe ich schon gelöst. Der 24, der Papa ist bei Experten im Moment übrigens. Bei Master bin ich noch nicht. Ich zeige es mal ganz kurz. Schaut mal, was euch da erwartet. Ich bin hier, glaube ich, warte mal. Darf ich? Wo bist du? 34 oder 35. Dann mache ich mal 35. Ey, dann löscht mir das. Das will der Papa selber noch machen. Dann darf ich nicht zuschauen. Also, ich glaube, das Prinzip ist klar. Ihr habt es gesehen. Ideal für Reisen. Handliches Taschenformat, auch für unterwegs, weil das Magneten sind, das ist ein absoluter Pluspunkt. Die Reihe ist sehr beliebt, die haben wir euch schon in etlichen Toplisten auch vorgestellt und sagen immer wieder, wie toll die Reihe ist, auch nach Jahren noch. Es hat sich teilweise ja der Verlag gewechselt, habt ihr gesehen, was jetzt Unterwasserwelt angeht, aber es schaut bei Smart Games auf jeden Fall, die haben einige Ausgaben. Die sind auch nicht so teuer und wenn ihr euch diese Büchlein holen wollt, nutzt gerne die Links in der Beschreibung, weil da unterstützt ihr uns. Ihr zahlt auch nicht mehr für das einzelne Produkt. Das wäre nämlich super, wenn ihr das weiterhin dann macht. So viel zum Thema Werbung. Oder uns andersweitig unterstützt, seht ihr auch in der Beschreibung. Es wäre auf jeden Fall toll, wenn der eine oder andere noch mit auf diesen wunderschönen Zug mit aufspringt, wo es auch etliche Belohnungslevel gibt für euch, wenn ihr uns unterstützt. Aber ansonsten war das wieder so ein Logikspiel in dem Fall. Ihr merkt, die gehen schnell und die spielen wir schnell. Also das habt ihr locker in ein paar Tagen auch schon fertig gespielt.
37. 37 ist Master. Und ihr merkt auch, wie fit der Elias in solchen Spielen ist. Also die spielt er richtig schnell. Aber Altersangabe haben wir gesagt, Elias. Ab welchem Alter? Hab ich schon gesagt. Ab welchem Alter? Ich war 4. Was? Ehrlich? Ich habe gedacht, 5 war es jetzt in dem Fall. Ab 4. Das andere war ab 5. Genau. Oh, warum ist denn das ab 5? Eigentlich sind beide ähnlich. Ja. Das bekommt ihr teilweise nicht mehr im Handel, aber hier das Ganze ab 4 Jahre. So, und ihr wisst, der Elias ist 8 Jahre, der Papa ist ein bisschen älter. Und deswegen sind wir auch recht schnell dabei. Er ist 42. Ja. Und die Alina, die spielt es auch gerne. Die ist natürlich auch ein bisschen älter, aber wir haben nach wie vor sehr viel Spaß mit solchen Spielen. Und deswegen stellen wir auch euch die Spiele gerne vor. Auch wenn da ab 4 Jahre steht, aber wir lieben einfach sowas. Uns macht es Spaß. Und für Jüngere durchaus auch geeignet, je nachdem ein bisschen Mithilfe mit Papa, Mama oder jemandem Erwachsenen, um die ganzen Rätsel zu lösen. Weil 4 ist am Anfang ja etwas knackig, aber es soll ja auch knackig sein und es sind ja auch etliche Aufgaben, oder Elias? Mhm. Langweilig wird's nicht und ich glaube, die spielen wir auch noch in 2-3 Jahren, weil die einfach Spaß machen. Deswegen sage ich tschüss, macht's gut und bis bald.